Im Meisterschaftsspiel im Rahmen der zweiten Landesliga Nord zwischen dem SV Walsgrönau 1b und der ÖTSV Oberhofen zunächst einmal die in grün-schwarz spielenden Gastgeber, die mit Niklas Heller im Tor begannen am Ball. Jetzt wieder ein Versuch, gut aufgepasst, aber es bringt nichts ein. Dann wieder ein Wurf. Aber mit solchen Schüssen hat Maurice Kaber, der Torhüter, der des Oberhofen, keine Probleme. Und es gibt natürlich einen weiteren Eckball für die Gastgeber des SV Walsgrönau 1b. Spielstand logischerweise torlos 0:0. Die Flanke kommt hinein. Das Ganze bei durchaus brauchbarem Fußballwetter. Wiederum die Gäste am Ball können noch spielen und der Ball geht erneut ins Out. Einmal für den SV Walsgrönau 1b. In der 40. Minute allerdings war es soweit. Zunächst ein herrlicher Schuss in Richtung Tor. Eine Unsicherheit von Niklas Heller. Schuss und Tor! 1:0 durch Alexander Heller. Und ja, so einen Schuss hätte man durchaus halten können. Es wäre nämlich wichtig, sich als Torhüter auf den Ball zu catchen. Der Spielstand nach 45 Minuten 0:1. Dann die zweite Halbzeit. Spielt nach vorne, aber für meine Begriffe zu weit vorgelegt und so geht der Ball wieder zum Gegner. Dann wieder die ÖTSU Oberhofen am Ball. Schöne Zweikämpfe hier im Mittelfeld. Könnte durchaus nach vorne gehen, aber auch da bringt es nichts ein. Es bleibt fast beim 0:1. Vielleicht jetzt eine Flanke, aber die Spieler des SV Walsgrönau haben sehr gut aufgepasst. In der 89. Minute gab es einen Freistoß. Schuss! Und da! Da ist das 0:2 durch Andreas Josef Treuster, der den Ball unhaltbar in die Maschen lenkte und Niklas Heller zum zweiten Mal an diesem Mittag bezwang. Und dieses 2:0 für das Oberhofen war auch der Endstand.